Wo fährt denn jetzt eigentlich doch mit? Ich fahr noch mit Peter hier so ein bisschen. Okay, also drei Stück. Oh, ein bisschen zu weit rausgekommen. Wo seid ihr denn gerade? Nach Start und Ziel. 18. 18. Und Sepp? 17. Wow. Da! Okay. Ich hatte keine stehenden Reifen. Ich hatte keine stehenden Reifen. Trotzdem wieder über die Kurve hinaus. Ich bin halt auch als letzter gestartet. Ich hab echt Probleme. Ich merke, ich habe einen kleinen gewissen Übungsvorteil. Ja, würde ich auch sagen. Man sieht ja auch, wie stark gebremst wird. Also der Bremsbalken ist nicht komplett voll, sondern eher so bei 80%. Das verstehe ich nicht, warum ich da... Sagt mir mal, warum ich da über die Kurve quasi rausgeschossen bin. Bei welcher? Hier kannst du jetzt nicht sehen, das meinen die Zuschauer. Ach so. Weil, ob ich da zu stark gebremst habe, oder zu lasch, denn im Endeffekt, der Reifen ist ja nicht gestanden, ich habe zumindest keinen Rauch gesehen. Oh. Also bei der Zickzack-Kurve habe ich ständig das Problem, wenn ich da zu schnell reinkomme, drin dreht sich so oder so, egal ob ich stehende Reifen habe oder nicht, dreht sich mein Wagen dann in der Kurve. Ja, wenn man zu schnell ist, also hätte ich noch früher bremsen müssen im Endeffekt und nicht also erst da... wo die Ideallinie sagt, jetzt musst du bremsen. Genau, ich bremse da auf jeden Fall immer früher, weil ich habe mich zweimal da schon gedreht. Wenn ich so bremse, wie das mir angezeigt wird. Ist ja auch geil, wenn man die Ideallinie schon macht und einstellt und man die eigentlich gar nicht nutzen kann. Ja. Naja, sieht doch noch den Anhaltspunkt. So ein bisschen, ne? Also die Abnutzung der Reifen kann es eigentlich auch nicht sein, das sind 4%. Also klar, es ist schlechter, aber... nicht so krass. 4% ist doch eingefahren, ist doch fast top. Ja, wobei man muss sagen, es sind auch nur gelbe, ne? Also nicht rote. 1,353, okay. 1,349, okay. Ja, vielleicht sind das auch die weißen Reifen bei mir, die es halt ein bisschen schwieriger insgesamt machen. Die haben ja dann auch weniger Grip, ne? Vielleicht liegt es auch da drin. Merke ich gerade. Hast du jetzt weiße Reifen drauf? Jo. Das ist schwieriger. Ich bin 1,357 gefahren, ja. Also aufgrund meiner Erfahrung in Formel 1 tendiere ich eher dazu, 1,40. Bei mir selber zu suchen. Holy shit. Ja. Ich war 1,40. Hey, du fährst da die Saison, ne? Wie ist das da? So hat man da so coole Trainings, diese coolen Trainingssachen? Die habe ich noch nie gespielt. Machen die Spaß oder sind die eigentlich eher scheiße? Wo du die Strecke kennenlernst, so. Also du musst halt, die freien Trainings sind halt auch relativ wichtig, weil du da Ressourcenpunkte sammeln kannst, wenn du gewisse Aufgaben machst. Also du hast da gewisse Aufgaben im Training, um Ressourcenpunkte zu sammeln, damit du halt updaten kannst, deinen Wagen. Motor, Chassis oder Aerodynamik. Ja. Und das sind halt so Standardsachen eigentlich. Du musst dann halt so, die Streckenakklimatisierung ist ein Punkt, da musst du halt in einer gewissen Geschwindigkeit durch die Kurvenscheitelpunkte und so weiter fahren und die treffen. Dann musst du eine Reifenverschleißübung machen, eine Benzinverbrauchsübung. Und ist das cool oder ist das eher, und lernt man da auch ein bisschen die Strecke kennen? Also du lernst es auf jeden Fall. Also im freien Training übe ich halt für meine Quali und dann Rennen. Also ich nehme das halt auch für unsere Internetseite auf und dann mache ich immer nur Quali und Rennen als Video. Und das freie Training ist halt für mich so Übungs. Ah, okay, das lädst du gar nicht hoch. Das machst du nur sozusagen für dich. Aber das bringt dir, ich meine, lernst du da eigentlich besser? Oder wenn du dieselbe Zeit investieren würdest, um normale Menü-Zeitfahren zu machen, was würdest du sagen, ist besser? Sehe ich keinen Unterschied. Ich glaube, die meiste Übung, die ich hole, ist halt, indem ich halt einfach 100% Rennen fahre. Die Rennen, ja. Also 100% ist schon Rennen hart. Ficken halt einen irgendwann, ja. So gegen Ende fickt das halt einen komplett. Aber dadurch sind halt für mich diese Halbrennen lächerlich. Sind ja einfach Killer. Ja, schauen wir mal, wie das dann ist, wenn ihr alle übt. Also ich würde mal... Ich bin jetzt gerade eine fehlerfreie Runde gefahren. Mal gucken, was das für eine Zeit wird. Eine 1,409. Nice. Ich meine, kann man die skippen, Jay? Das kann keine fehlerfreie Runde sein. Was sagen. Du kannst das auch üben. Also für mich fehlerfrei, ohne dass ich irgendwie was verkackt habe, verbremst habe, aber nicht gut gefahren. Nicht gesagt, gut fest zu verhalten. Ja, genau, weil ich
einfach viel zu viel das Gefühl habe, ich rutsche. Okay, aber dreimal das heißt halt auch mit weißen Reifen, mit alten weißen Reifen. Ja, ja. Ja, okay. Das muss man bedenken, das stimmt. Aber ich würde mal echt interessieren in den zwei Szenen. War das mangelnde Streckenkenntnis? Hätte ich da eigentlich wissen müssen, früher zu bremsen? Und beim zweiten Mal hätte ich nicht nachlenken dürfen? Also korrigieren? Übung macht den Meister auf jeden Fall, so viel steht fest. Ja, das ist schon klar. Ich beschwere mich da aber gar nicht drüber. Ich würde es trotzdem irgendwie interessieren, was da jetzt genau verantwortlich war, dass das beides mal. Peter, was fährst du denn? Ich glaube, meine beste Zeit ist eine 1,37 irgendwas. 1,37,3. Okay. Aber auch auf weiß, ne? Nein, auf gelb. Ach, du fährst auf gelb. Ah, du kommst mir nämlich näher. Ist nicht schwer. Wenn der 1,37 fährt, dann kommt der in 7 Meilenschritten da näher. Wenn du 1,40 fährst. Ja, 1,40. Oh, 1,39,9! Boah! Also, hast du ja viel Erfahrung auch mit der KI, so im Vergleich online und offline. Hast du das Gefühl? Für mich keinen Unterschied. Sie immer noch, sind genauso Killer wie. Also sind im Singleplayer komplett Killer und die sind halt auch im Dingens Killer. Aber ich habe das Gefühl, dass die viel komplexer irgendwie so sind in der Fahrweise. Ja, das stimmt. Offline. Also die holen sich schon den Platz, den sie haben wollen. Genau, und im Multiplayer sind sie jetzt nicht langsamer, aber sie sind, wenn du da irgendwie so neben denen bist, dann geben die viel schneller auf und sagen so, ja, okay, jetzt ist er vorne, jetzt gebe ich ihm den Platz. Oder sie sagen, ich bin noch leicht vorne und ich mache komplett zu, egal. Komme, was wolle. Während sie im Singleplayer viel komplexer so dazwischen sind und nebeneinander fahren und so weiter. Es gibt halt manchmal den Punkt, wo sie sagen, okay, wir geben auf und dann lassen sie dich vorbei oder sie halten halt komplett dagegen und dann tötest du dich, wenn du halt mit dem zusammen in die Kurve fährst. Aber das sind so die zwei Optionen, die es gibt. Das nebeneinander fahren, dass sie sich überholen, im Multiplayer aber eben auch. Also ja, das ist halt egal. Also da sehe ich keinen Unterschied deswegen. Okay. Weil bei F1 2016 war ich mir ziemlich sicher, dass das unterschiedlich war, die KI im Offline und Online. Ich fahre ja gerade gerade hier das Regenrennen in Australien und wir sind in Runde 6, es ist so ein Zug einfach. Nur ist einfach nur alle genau hintereinander auf der Ideallinie fahren die. Richtig krass. Und ich fahre auf 80. 1,39,3, ich wäre immer besser. Langsam habe ich es raus. Australien müsste doch eigentlich relativ. Ja. Weil ich weiß nicht, wie das bei Regen ist. Ja, aber es ist halt irgendwie so, verstehe nicht, dass die CPU halt so im Zug hintereinander fährt. Ja, weil die halt wissen, wann sie bremsen, ne? Ja, aber lass sie nicht mal ausscheren oder irgendwas. Regen-KI kann natürlich auch nochmal anders sein als andere KI. Ja. Aber da müsste man eigentlich fest im Regen auch eine bisschen andere Linie und so weiter. Die Regenlinie kreuzt die Ideallinie. Macht auch niemand hier bei denen. Ich weiß ja nicht, ob es in Formel 1 überhaupt was bringt, ob die Grip-Unterschiede auf der Strecke dementsprechend da simuliert werden. Sein. Ja, ja, richtig. Dann sind wir lieber froh, dass es bei Formel 1 wenigstens funktioniert. Wir haben letztens Project Cars 2 gespielt, da haben wir Regen. Peter, wir sind in einem Rennen gewesen. Peter hat Regen, alle anderen waren trocken und Peter hatte halt auch die dementsprechenden Streckenverhältnisse. Das war und ist da ganz langsam rumgekrepelt, während alle anderen ganz normal gefahren sind. Das war richtig, also da verstehe ich auch nicht, wie sowas sein kann so. Was das war auch super buggy. Das wäre für Formel 1 auch nice. Ja, bei mir regnet's. So wie bei Dano immer. Ja, ich hab Sonne. Ja, ja. Habt ihr jetzt noch keinen Safety Car gehabt oder habt ihr es ausgestellt, das Safety Car? Wir hatten noch keins. Obwohl zwei Leute gestorben sind. Das ist auch. Wobei wir sind aber eingestellt halt ist es. Ja. Lass uns ziehen, ob das funktioniert. Muss Jay beantworten, das weiß ich nicht. Was denn? Ob das Safety Car eingestellt ist oder nicht. Safety Car ist an. Ist wohl an. Also müsste. Aber ich glaube, die Unfälle sind ziemlich sicher. Im Gras geendet. Das haben wir nicht ausgemacht. Da war nichts auf der Strecke. Stimmt. Hatte ich immer mal erzählt, dass rumliegende Teile jetzt auch Autos beschädigen können? Habe ich zumindest mal gehört von irgendwem, ja. Und das wäre cool. Wenn man so Platten bekommen kann nach dem Unfall und so weiter, wenn man da durchfährt. Ah, wäre mega.
Ja, Jay hat schon recht. Also wenn ich morgens halt dann eine Stunde vorher ein bisschen trainiere die Strecke und fahre, dann gehe ich halt ganz anders in das Rennen rein wie jetzt halt. Dann nehme ich halt die komplette Challenge auf mich und trainiere hier die Strecke, weil ich die auch nicht so gut kann. Hattet ihr schon Regenrennen, wo man den Übergang gesehen hat zu Slicks? Wie sich das verhält? Hatten wir noch nicht. Du auch nicht, Jay, in der Karriere? Ich schon. Und? Wie war das? War okay. Also, es ist ein schleichender Prozess. So, es wird halt irgendwann immer schlechter mit dem Lenken. Und irgendwann gehen halt die NPCs in die Boxen, dann versuche ich halt auch in die Box zu gehen. Okay, aber die ist gehen es immer ein großer Unterschied zur Regel, genau, 2016? Also es ist nicht so, dass man ist nicht so wie 2016, dass es so diesen einen Moment gibt, nämlich ein DRS an- oder ausgestellt wird sozusagen, wo Regen angesagt ist und... Es wird halt, irgendwann wird es halt dann schon heftig. Also sobald halt gesagt wird Intermediates, merkst du es. Okay, aber es gibt schon einen relativ klaren Moment, so, wo man wechselt und nicht so dieses, dass man zwischendurch mal probieren kann irgendwie. Sobald Jeff dich anredet halt. Okay, also gibt es eigentlich immer noch ein klares Signal und kein Taxieren. Ja. Schade. Es gibt halt keinen leichten Regen so gesehen, es gibt nur Regen, ne? Ja. Doch, es gibt leichten Regen. Es gibt leichten Regen für Intermediates. Aber es gibt halt nicht diese Zwischenstufe, wo man vielleicht schon schneller sein könnte. Du kannst auch im Regen teilweise Slicks fahren. Also es geht halt auch, wenn es halt wirklich seichter Regen ist. Also das gibt's halt auch. Bist du gerade überrundet? Hab ich dich überrundet? Bist du gerade über Start-Stopp gefahren? Quatsch, ja. Ja, dann hast du jetzt in den Status-Support. Ich bin sehr zufrieden mit dem Reifenverschleiß diesmal. Besser geworden. Die 5 Sekunden Stop-and-Go-Strafe, werden die mir jetzt im Endeffekt nachher raufgerechnet? Wenn du dir die an der Box geholt hast, bin ich mir nicht mal sicher, ob es das überhaupt gibt. Ich hab das auch schon ein paar Mal gehabt, wo die mir nicht angerechnet wurde oder so, ja, alles klar, don't give a fuck. Wenn du die nicht in der Box machen musst, haben auch viele geschrieben, dass es sinnvoll ist, mach die nicht. Weil wenn du Glück hast, wird die am Ende des Ganzen einfach draufgerechnet und du kannst theoretisch ja versuchen, das einfach rauszufahren. Ja, aber das Komische ist, ich habe schon eine bekommen und die an der Box, die haben das ignoriert, die haben nichts gemacht. Ja, dann teile ich auch schon. Also es kann auch Buggy-Anzeigen einfach sein und so weiter. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass es die einfach dann nicht angerechnet werden oder was auch immer. Vielleicht kriegst du es am Ende oder vielleicht auch nicht. War das nicht bei Felix letztes Mal, dass er die Boxenstopp-Strafe hätte machen müssen und dann disqualifiziert wurde? Ja, ja. Bist du dann nicht disqualifiziert? Ja, ich bin irgendwo disqualifiziert worden. Ja, okay, aber kannst du nichts machen, wenn du die... Da war so ein Bug. Eben, wenn die, sicher? Wenn die bei Peter nicht machen, kannst du nichts machen. Okay. Genau. Weil Jay gerade meinte, wenn du eine kriegst, so vorletzte Runde, und dann fährst du lieber nicht in die Box. Und dann wirst du nachher disqualifiziert. Ich würde sagen, du kriegst keine. Das ist mein Tipp. Du hast die Erfahrung, oder? Nee, da kann es aber auch sein, dass man sie dann nach dem Rennen angerechnet bekommt. Bei mir war es noch irgendwie ein bisschen komplizierter, komischer. Ja, bei dir war das ja echt eigenartig. Okay, ich bin gerade aktuell Zweiter. Irgendwer ist in die Box gefahren. Hä? Wieso habe ich jetzt Regenreifen bekommen? Nochmal? Merke ich jetzt erst. Ah, egal. Geil. Der Strecke trocknet ab. Er sagt mir, so langsam müssen wir auf Slick wechseln. Ich fahre an der Richtung Box, wo eine blaue Linie ist. Denkst du, jetzt wollte ich ein bisschen wechseln. Was kommt? Nochmal Intermediate. Geil. Boxenstopp, Boxenstopp. 40% Reifen. Das ist ganz gut. Ich immer erstmal so irgendwie so bei 60-70% weit fahren. Ja, bei Weiß ist schon, also Weiße sind ja schon haarig. Ja, stimmt. Deshalb fahre ich da lieber die 40, also war auch geplant jetzt. Und da kann ich besser auf den schnellen Gelben fahren. Gerade in der jetzigen Saison bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt bringt. Oh Gott, ich bin sehr bisschen vor mir. Ob was bringt? Ob es diesmal bringt, wirklich bis 60 hochzufahren mit den Reifen und nicht schon bei 40 zu wechseln, weil du kannst mit den besseren Reifen einfach so viel mehr machen. An Zeit rausholen. Bin mir dieses Jahr nicht mehr sicher. Ich meine, ich probiere jetzt wieder eine Einstoppstrategie. Du bist hinter mir, Jay, ne? Ja. Und fahr hier nach. Komm hier raus. Ich fahr in. Oder schaffst du das nicht? Doch. Okay.
Dann bleib dran. Mal gucken, wie der mit Gelb jetzt aussieht. Ich kann mich jetzt theoretisch mehr trauen, rauszubeschleunigen und mehr in die Kurven reinzugehen. Ist eigentlich ganz geil. Das merkt man auch schon ganz gut. Dann geht der Vettel endlich an die Box. Rixen fährt auf Rot. Ja, was ist das denn für ein krasser Dude? Ach, guck mal, mit den Gelben kann man hier vernünftig auch mal bremsen. Das gibt's ja gar nicht. Aber die sind ja viel besser. Ich bin Erster. Nice. Das ist stark. Ich fahre jetzt nur einen Rennstall besser als McLaren. Zum letzten Mal. Sagst du fährst 1,35, ne? 1,35,4 ist meine schnellste. Auf Rot oder Gelb war das? Rot oder Weiß, weiß ich nicht mehr. Oh nein, oh nein. Was ein Scheiß. Da kommt Peter, oder? Peter, fahr mal vorbei. Jo, was ist hier los? Ja, ich bin richtig hart rausgerutscht. Bin kurz aufs Grün gekommen und dann bin ich weggedreht. Und dann nochmal gedreht. Scheiße, ich wollte doch tryhard an Jay dranbleiben. Lass uns mal tryhard an Peter dran zu bleiben. Gegen Bottas kämpfen, er wird noch hart genug. Letzten sieben Runden. Wieso gegen Bottas? Wo ist Vettel? Vettel ist Dritter. Peter macht immer 30% in meinen Reifen. Ja, eigentlich nicht. Bei mir fährst du ab und zu immer so Schlangenlinie. Ich weiß, ob das an der Synchro liegt. Oh, ich drehe mich hier trotzdem. Ich hier zu stark einlenke. Das liegt, glaube ich, an deinen Gängen. Du bremst, während du im dritten Gang bist. Das kann sein. Vermutung. Ja, darfst das du nicht. Kann sein. Wie sollte ich das sonst besser machen? Nicht in den dritten Gang fahren. Später schalten nicht oder was? Und vorher bremsen. Das ist aber strange. Ich schalte immer beim Bremsen immer noch runter. Ja, genau. Das mache ja, ich auch aber noch. Nicht lenken und schalten und bremsen. Lenken, schalten, bremsen ist böse. Und schalten ist egal beim Runterbremsen. Ja, das stimmt. Nee, das stimmt. Da habe ich das falsch ausgedrückt. Darfst nicht schalten, während du bremst und lenkst. Doch. Okay. Vor allem in den dritten Gang. Im nein, dritten Gang nicht. Ist das relevant. Mach mal im dritten Gang, Felix. Das ist der dritte Gang ist sowas, ne? Ja, der dritte und zweite Gang, die sind böse dieses Mal. Ist bei allen Wagen so, ist bei McLaren genauso, bei Haas ist das so, scheinbar bei Williams auch. Jetzt ernsthaft? Was soll denn der Gang jetzt daran ändern? Also höchstens, dass weil der Gang das Auto ein bisschen weil die komisch macht, übersetzt aber. Sind, die Wagen. Ja. Wir haben ja auch vorher mal einen Stream gehabt mit Dave Gaming und der hat uns das gleiche gesagt. Also was meint er genau? Nie im dritten Gang fahren, das hatte man lieber im vierten, so gefühlt. Aber du brauchst ja teilweise den zweiten. Ja, ja, okay, dann musst du halt vorher bremsen. Darfst du nicht bremsend im zweiten Gang fahren, du musst ja sowieso immer eigentlich vor der Kurve, vor Kurvenschaltung gebremst haben, damit du den vernünftig holst und die Geschwindigkeit mitnimmst. Aber ich meine zum Beispiel in Bahrain in der Kurve, da muss man doch, glaube ich, in den zweiten Gang runter, während man gerade lenkt und ja, rennt. Ja, die ist Gefahr. Die ist gefährlich. Die kenne ich. Die ist Gefahr. Killer! Ja, fahr ich schon 1,37 mit den Reifen. Das ist schon mal besser. Also ich muss sagen, im Singleplayer finde ich die KI eigentlich ziemlich cool, aber im Dorf 80 macht sie schon Spaß. Du bist ja jetzt auch nicht Multiplayer gefahren, ey. Holy shit. nee. Ich meine im Vergleich zum letzten Jahr nur. Ach so. Ne, genau, dieses Jahr weiß ich ja noch nicht. Dementsprechend frage ich auch gerade so viel, aber. So, im Multiplayer macht das. Im Singleplayer macht das Spaß, weil die einfach viel besser ist. Also, ich fahre jetzt hier mit meinem Toro Rosso gerade gegen Force India. Auf Position 9. Und. Um Position 9 und. Da steht Peter! Warum nicht einfach nur vorbeifährt halt.
Wobei die schon in manchen Kurven langsam sind. Was war denn da los? Ja, verbremst. Boxenstopp. Hast du einen Flügel verloren? Oh ja. Davon wurde ich zum Glück verschont bei meiner Aktion. Oh, Wehrlein, Statusreport. Krass, ich fahr sogar noch schnellste Runden. Oh Gott! 1,33,3, willst du mich verarschen? Ja, bist du gerade gefahren? Nee, der Vettel. Und der Vettel ist hinter mir. Ach so. Das ist ein Problem, weil ich muss jetzt kämpfen gegen ihn. Ich dachte, du fährst jetzt hier 1,33. Mit alten weißen Reifen. Ach, du fährst durch? Ja. Mit 42 Sekunden Abstand auf Wehrlein. Ob ich das noch schaffe? Uiuiui. Ich fahre aber auch nicht reif schon heute. Ich gebe nicht meine dritte Stop and Go Strafe bekommen, obwohl ich der Meinung bin, ich war unter 80. Peter, bist du Bleifuß oder was? Oh, geil. Verbindung zu Steam verloren. Auch nicht schlecht. Auch schon wieder? Das hatten wir doch letztes Mal, oder? Ja. Ja, okay. Dann werde ich gleich auf der Geraden Pause drücken und dann halt auf den ersten Platz scheißen. Du kannst auch von mir aus zu Ende fahren. Ich war eh Letzter. Du warst Letzter. Voll das harte Battle, Peter. Konntest du den Speed der NPCs einfach nicht mitgehen oder hast du irgendein Problem gehabt? Ich habe zu viele Fehler gemacht. Du musst, wenn du... Also zumindest ich muss, ich muss viel üben, die Strecken vorher. Ja. Und ich konnte weder mit dem Speed mithalten, außer und ich bin halt gegen Wände gefahren. Immerhin hast du keinen Reifen verloren dabei. Das ist richtig. Ich weiß nicht, ob ich schon mal bei niedrigerer Geschwindigkeit einen Reifen verloren habe. Das passiert auch echt selten. Meistens hast du ja Glück. Selbst bei hoher Geschwindigkeit hast du ja manchmal echt Glück. Ja, das war, wenn ich auf Simulation sind. Weil ich es verstanden so. Also ich wäre das auch aufgegangen, aber es war so geringe Geschwindigkeit, so erfahrungsmäßig, ich dachte, passiert da nichts. Boah, jetzt fahr ich zu zweit durch die Killerkurve. Gott! Oh Gott! Oh. Chad, Kid gekriegt. Wie heißt es? Boah, Alter, das Spiel. Scheiße! Ja, okay. Peer, ja, ich lade dich ein. Chad gerade seinen ersten Platz verloren. Und ja, richtig. Hast eine Einladung. Jo, danke. Okay, das hat mir jetzt auch cool mit so semi viel gekostet tatsächlich. Ich bin nur noch am Viertel dran, also er ist halt weitergefahren. Ja, ich glaube, er fährt auch so stark dann weiter, wie wir das schon mal hatten, wenn einer disconnected, ne? Dass das eigentlich ist halt gar nicht okay. So schlecht ist. Ja, genau, ist halt okay. Das war auch nach irgendeinem Patch anders, oder? Das war am Anfang mal richtig stark. Am Anfang war es richtig kacke, da fährst du irgendwie 80 oder so, ja, ja. Oh, das war... Aber ich glaube, mittlerweile haben sie es so, dass der NPC dann von deiner Stärke her den übernimmt oder sowas war das, glaube ich. Jo, bin wieder drin. Also das funktioniert halt weiterhin. Wenn das jetzt noch bei Steam angezeigt werden würde, dass ich dir hinterher joinen könnte, dann wäre das... Ja, aber das wäre zu schwer zu patchen. Oder generell einzustellen. Ganz ehrlich. Oh, Regen. Geil. Ich finde das sehr, sehr unangenehm, dass ich jetzt bei den zwei Rennen, die wir testweise gespielt haben, bei beiden rausgeflogen bin. Das macht mir echt Sorge. Ja, vor allem egal, wie gut du dann fährst, du fliegst halt dann raus. Das ist halt echt kacke. Aber ein Steam-Fehler ist es nicht, ne? Das ist nur, was sozusagen ausgegeben wird, aber... Oh. Naja, da steht halt immer Steam-Verbindung unterbrochen, interessanterweise. Aber ich habe halt die Steam-Verbindung noch. Ja. Kann ja nur Formel-1-Fehler sein. Also, das hat Peter nur hier. Komischerweise aber auch bislang nur er. Ja, genau. Das ist ein bisschen scheiße. Fick dich. Peter rammt sie jetzt weg. Ich hör's schon. LOL, was ist denn hier passiert? Fett los! LOL! Und erlaubt das Überholmanöver gegen Peter? Ja, Peter ist letzter. Jetzt muss ich hier voll bremsen. Peter ist letzter. Was?
Was? Also bis Vettel kommt, das dauert noch ein bisschen. Der setzt ja, ist klar, jetzt bin ich der Erste. Was wie ist denn jetzt passiert? Ich musste komplett bremsen, bis zu, dann hat er runtergezählt bis zu 7 Sekunden. Ich war schon fast, ich war, keine Ahnung, 100 km/h nur noch schnell. Und dann ist das wieder aufgeploppt. Jetzt habe ich Bottas dafür hinter mir. Was ein Scheiß. Und vor allem Peter ist denn da hat jetzt der passiert? Eigentlich ja viel weiter. Das ist der Nestfehler, der hat er das gemacht. Das hat sich ja doch gelohnt, war nicht meine Intention. Ich hatte einen Kampf gegen mit Van Dorne oder mit Verstappen, als von den beiden. Und dann ist Vettel einfach in mich reingefahren, als ich den Kontrolle gerade nicht hatte. Nein, wirklich, also ich hatte nicht vor, den abzuschließen. Ich wusste nicht mal, dass er da ist. Ich bin irgendwie so halb. Ja, der kommt schnell an. Halb. Ich weiß auch nicht mehr. Ich muss mir das nochmal angucken. Alter, ich bin da fast so voll reingefahren, ne? Ich bin da gerade so rausgekommen. Auf der Karte sah das auch ziemlich lustig aus. Das habe ich nämlich da gesehen. Dann sehe ich so Jay seinen Punkt und auf einmal bleibt er stehen. Ey, ich bin bei 56% mittlerweile. Uiuiuiui. Oh, das ist aber hart. Ich bin jetzt auch fast 20 Runden auf Weiß gefahren. Was? Ja, die 5 Runden sind noch in 4 Runden. 3 Runden? Wie viele müssen noch? 2. 2 Runden. Oh mein Gott, wie häufig hast du mich überrundet? Ich glaube zweimal jetzt. Wobei, Peter ist 4 Minuten hinter mir. Ich weiß nicht, ob nicht sogar öfter. Ich muss aber sagen, die Performance mit den so kaputt weißen Reifen ist echt noch voll geil. Keine Ahnung, ob das Setup einfach komplett der Hammer ist, das ich hier habe. Oder ob der Haas einfach der Hammer ist und ich jetzt komplett befreit bin, weil ich von dem McLaren Honda weg bin. Wobei sowas ähnliches hatte ich ja bei mir auch. Ich bin ja dann auf 40% gewesen, bin Runde um Runde besser geworden, weil ich mich halt ein bisschen eingefahren habe. Das ging schon besser. Also es ist nicht so, dass du dann so schlitterst, so wie früher. Schlittern tust ja, du halt von Anfang an. Das tust du mit den Reifen. In der Regel. Ja, in Wirklichkeit meinst du. Nee, da tust du auch im Spiel hier. Also wenn du mit alten, leicht weichsten Reifen fährst und mit dem mittleren, merkst du es auf jeden Fall. Ja, du meinst doch gerade, dass das nicht so ist, oder? Ja, bei Weiß. Bei den härtesten Reifen ist das jetzt irgendwie der Fall. Ja gut, nur die bin ich ja gefahren. Von anderen kann ich ja gar nichts sagen. Oh, letzte Runde jetzt. Wo ist Bottas? Das ist deine letzte Runde. Far, far away. Ich glaube, Vettel musste in die Box. Sebastian. Der hat aber auch so wie im echten Leben hier. Der hat aber auch nur Pech. Der ist der neue Lance Stroll. Ja, ohne Witz. Der arme Typ. Selbst hier im Spiel wird er so behandelt. Ich habe tatsächlich das letzte Rennen leider verpasst. Das war ganz schön geil. Malaysia-Rennen. Aber ja, war ein ganz gutes Rennen. Vor allem das Ende war super. In der Auslaufrunde, also quasi nach dem Rennen, ja, fährt Stroll in Vettel rein und zerlegt den komplett den Wagen. Ja, aber ja. Es war nicht eindeutig, dass er in ihn reingefahren ist. Ja, stimmt, aber Vettel hat auch... Was? Alter NPCs, willst du... What the fuck? Ich glaube, Jay, sein Flügel ist kaputt. Okay. Ja, weil halt... Seins mal komplett gebremst hat. Der fährt vorher noch komplett schnell und jetzt bremst er halt komplett ab. Okay. Ich glaube, das wissen jetzt auch die Nachbarn. Ja, das kann sein, aber das hat mich jetzt etwas. So schnell konnte ich gar nicht ausweichen, wie der plötzlich da war. Gut, dass es in der so, da blieb nur Zeit zum Schreien, nicht mehr zum Ausweichen. Das geht dann. Ich muss erstmal jetzt noch überleben und Platz 1 schaffen. Das wird schon eng genug, weil Bottas kommt schon an und ich muss gleich noch die. Oh fuck. Oh fuck, okay, das wird lustig. Ja, ich habe sehr viel Stress gerade. Oh Bottas ist da. Oh no, der kann die Großgalbe fahren. Nein, 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 jetzt ist Bottas noch vorbei. Fick dich. Oh! Ja, okay. Hast du weggefickt? Karierte Flagge, karierte Flagge. Platz 1. Nice, Jay, das war stark. Na gut. Möglicherweise bin ich etwas Ravi angefahren in der letzten Kurve gegen Bottas. Trotzdem starkes Rennen. Huiuiui. Also von uns sind alle anderen sonst, glaube ich, hinten oder raus. Ja. Schon stark. Aber ich bin jetzt auch über die Ziellinie. Aber bleibst du dabei, Peter, mit ohne Traktionskontrolle? Ja, wie soll ich denn das sonst lernen? Sonst bleibe ich ja immer dabei. Ich will halt Next Level, Junge. Ich finde, dass ihr mal gemeistert haben soll. LOL.
What the fuck? Boah, endlich auch drüber. Okay. Komm, ich Peter, bin auf 15. Wenn er irgendwann gemeistert hat, dann wird er auch besser sein als alle anderen nochmal. Weil das macht halt so viel aus, die Traktionskontrolle schon. Wenn du die perfekt fährst. Es gibt nicht viele Teams, die dabei sind, das Podium zu betreten, denen gelingt, was hey. Heute geschafft hat. Jawohl! Es ist kaum zu glauben. Da freut sich einer. Die 69, jawohl. Erstaunlicher Sinn. Yay! Das ist mein Charakter. In der Formel 1-Karriere. Ernsthaft? Den importiert er? Ja. Ja, den importiert er. Der nimmt auch den gleichen Helm. Wie in der Formel 1-Karriere. Das ist ganz cool. Ja, lass uns mal noch anstoßen. Er war ein bisschen traurig, glaube ich. Alter Vater. Okay, gucken wir uns mal die Gesamtpunktzahl an. Haas lief aber hier generell auch ziemlich gut, weil der Magnussen 8er ist und Haas ist das drittschlechteste Auto. Hm. Also keine halt Zeitstrafe draufgerechnet bekommen. Du? Sei ja. Richtig buggy. Das ist aber echt komisch. Das kann dir im Zweifel ja das Rennen kosten, wenn du dann denkst, wirklich, du hast es, ne? Wo ist eigentlich Vettel gelandet? Dritter noch. Der war doch bei dir angestoßen, Junge. Der ist eine 1,32,5 gefahren. Ich im Vergleich eine 1,35,3. Lull. Ah, der hat auch 3 Stopps machen müssen, der Arme. Und 46 Sekunden Rückstand, der war vorher Erster, bis Peter Scheiße gebaut hat. Let's Troll ist Vierter. Alter Vater, leck mir am Arsch. Naja. Das war wieder ein weiteres Trainingsrennen. Das nächste Trainingsrennen wird quasi die komplette Simulation sein. Das heißt, wir werden trainiert haben. Ja, und da bin ich gespannt, wie das dann ist. Weil so müssten eigentlich alle einen Mercedes kriegen und ich den Sauber. Wenn das Gefühl gerade so ist. Kann ja nicht so sein. Das kannst du so, ja. Safe. Deswegen, bis zur nächsten Woche. Haut rein. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.